Herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3. Ja, schaut gar nicht erst hin. Mir ist die Aufnahme abgeschmiert und wir machen erstmal Kapitel 3 natürlich und vorher gehen wir in das wichtige Interludium dazu. Der Kriegsrat. In der Zwischenzeit, in der Zitadelle des Schreckenslords, irgendwo im Sog der Unterwelt. Unterwelt? Wow. Das sieht echt gemütlich aus. Mit den ganzen schönen Flammen. Aber bestimmt sehr warm dort. Bestimmt angenehm warm. Und ein paar Tierchen, mit denen man spielen kann. Außer die Ratte da gerade. Die ist jetzt wohl platt. Aber ich bin jetzt mal ruhig, damit wir dem Rat folgen können, der dort geführt wird. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimond verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seinen neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimond lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder. Weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Ja, so ist es bei den Untoten. Fehler, zack, Kopf ab. Kapitel 3. In die ewige Welt. 6 Tage später bei den bewaldeten Grenzgebieten von Kel'Thalas. Ah, das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht zu sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachposten. Oh ja. Und wir beginnen hier gleich mit einem Kampfgemetzel. Das wird natürlich gleich ausbreiten. So. Aber ich werde gleich mal meine Einheiten hier richten. So, das ist eins. Das ist schon besser. Damit ich diese besser unter Kontrolle habe. Sprecht, Dummkopf. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, die sollen zwei sein, genau. So, einer baut mal die Nekropole. Und zwar ungefähr hier hin. Ich beuge mich eurem Willen. So, jetzt müssen wir kurz natürlich wieder warten. Niemand erteilt mir Befehle. Und ja, kurz zu der Mission. Wir haben hier keine optionalen Quests. Und an sich kann man hier mehrere Wege einschlagen, die alle zum gleichen Ziel führen natürlich. Ich werde einen Weg nehmen und euch ein bisschen was zeigen. Ja, bei der Map werde ich vielleicht nicht alles zeigen, weil das würde lange dauern, denn man muss sich den Weg öfters mal freischlagen. Ich werde auch gleich mal hier den ersten Schritt machen und schon mal hier runter. Da kommt jemand. Ich bin Sylvanas Windrunner, Waldläufer-General von Silvermoon. Ich rate euch, kehrt um. Ha! Ihr solltet umkehren, Sylvanas. Der Tod höchst selbst ist in euer Land gekommen.
Ah, oh ja. Endlich. So, unsere Zombies können natürlich noch nicht, unsere Kuhle können noch nicht den Kannibalismus. Die müssen wir erst noch erlernen. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter und hier müsste jetzt gleich, genau, hier müssen wir uns mit Fleischwegen oder Kuhlen vorarbeiten. Sonst kommen wir hier nicht gut voran. So, aber so geht es ganz gut und so wird es dann weitergehen. Wir müssen uns erstmal hier fertig sein, das heißt, wir gehen erstmal zurück. Wo soll mein Blut vergossen werden? Du baust erstmal die Gruft hier hin. Mein Leben du für baust der den Friedhof mal. Ja, dahin. Mein Schicksal ist besiegelt. So. Ich beuge mich eurem Willen. Ja, das war's erstmal. Euer Wille, dann könnt ihr erstmal Befehl, alle dort Meister, ich wünsche nur hingehen. Zu euer Befehl, Meister. Ja, das müsste so passen dort. So, unser Nekropole ist auch fertig. Die wird gleich weiter ausgebaut. Wir warten jetzt eigentlich gerade nur noch darauf, dass unsere Gruft fertig wird. Denn wir brauchen auch mal ein bisschen Holz. Das kriegt man sonst nie mehr. Und ja, wir benutzen einfach mal schnell hier drei. So. Ihr geht mal dahin. Ihr geht dahin. Niemand erteilt mir Befehl. So, und das ist jetzt die neue 1. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die wird auffüllen. Ja, oder auch nicht. Gut, dann erstmal den Kannibalismus. Mein und Leben für ihr dürft mal ein paar Verteidigungsmechanismen bauen. Ich komme noch nicht so weit, wie ich das wollte am besten. Aber egal. Ich gehorche so. Mit Freuden. Dann so. Ja, Meister. Und die Beschwörung so. Ist abgeschlossen. Wenn sie jetzt angreifen, dann haben wir hier ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, von wo die überall kommen, deswegen baue ich jetzt mal hier noch zwei hin. Ah, wir haben kein Gold mehr. Na gut. So. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier noch hin. Ich gehorche mit Freuden. Und jetzt darfst du erstmal wieder Gold holen. Mein Schicksal ist besiegelt. Sprecht, Dummkopf. Und ich habe natürlich keine Niemand Einheiten mehr, mir um wirklich gut voranzukommen. Na gut, dann nehmen wir die doch wieder mit. Endlich. Wir setzen jetzt erstmal Gold nach Holz ab, das wir gesammelt haben. So. Und da kommen wir zu den Beschwörungen. Ja, abgeschlossen. Kommen gleich mehr Kuhle hin. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, noch ein Zugrad müsste gleich fertig werden. Dann dürfen wir die endlich Beschwörung wieder. Ist abgeschlossen. So. Was ist das diesmal? Dann können wir hier in Ruhe uns weiter fortbewegen. Endlich. So, die Totenbeschwörer können natürlich Toten beschwören. Das war irgendwo klar. Und wir sind auch gleich Level. Das heißt, wir könnten, wenn wir das Gold hätten, gleich mal den Tempel bauen. Das ich auch gleich machen werde. Meister. So. Dann darfst du wieder Gold sammeln gehen. Was ist das diesmal? Und wir schauen uns mal hier weiter um. Da ist eine Brücke. Endlich. Und was ist hier? Dorfbewohner. Ah. Okay, da ist ein Turm, der ganz schön Schaden macht. Der macht nämlich 21 bis 29 Schaden. Sprecht, Dummkopf. Das ist nicht gerade wenig. Ich glaube, die. Gut, die Zielgröße habe ich noch nicht ausgebaut. Ich baue mal einen aus, um zu schauen, wie viel Schaden die so machen. Eigentlich hätte ich sogar noch einen zweiten gebraucht. Jetzt dann halt, okay. Was so, einen dritten diesmal? Meinte ich. So. Das ist schon besser. Und wir greifen mal Vorsicht. Den Turm an. Frostmoon hat Hunger. Das ist schon besser. So, der Turm ist kaputt. Sehr schön. Sprecht. Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. Gut. Leider werden hier auch umgekloppt. Das ist schon besser. Die können sich erstmal durch Kannibalismus wieder die Beschwörung ist verbessern. Niemand erteilt mir Befehle. Wir haben ein schönes jetzt zweites Lager gefunden. Leider. Sehr schön. Ah, so. Endlich. Heiler wieder. Komm, den Heiler wieder umlegen. Okay. Vorsicht. Ohne Heiler können sie weniger machen.
kriegt erstmal die nächste Aura. So, da oben ist noch ein Gebäude. Da oben ist sogar noch ein Turm. Aber der soll mich jetzt noch nicht stören. Denn der würde einen eigentlich nur wirklich stören, wenn man... Ach, ja gut, wenn man doof ist. Haha. So, ich gerade. So. Denn wenn man nur von oben kommen würde, dann man kann oben und unten nochmal langlaufen, da würde man anders laufen. Da würde es erst einen wirklich stören. Aber gut, wir legen ihn natürlich noch mit um, sicher ist sicher. Was ist es diesmal? Jetzt Frostmoon. Und Zombies helfen da mal ein bisschen. Natürlich habe ich nicht aufgepasst und wir haben den Ghoul verloren. Ja, das sind Kosten. Kosten sind das. So, bauen wir gleich natürlich ein paar und verbessern die Totenbeschwörer. Und wie ihr seht, werden wir angegriffen. Und wir machen sogar mehr Schaden. Wusste ich gar nicht. Gut. Aber warum nicht? Vorsicht. Habe ich den schon an Arthas gesetzt? Nee, noch nicht. So. Natürlich brauchen wir keine 4 Holzhacker. Da reichen da vollkommen aus. Sprecht, Dummkopf. So, jetzt warten wir erstmal, bis wir wieder ein paar mehr Einheiten kriegen. Nur zu dienen. So, reparieren mal die Türme. Das darf der Alkoholyt machen. Der Alkohollyt. Okay, der war zu schwach. Das gebe ich aber zu. Der war zu offensichtlich auch. So. Und wir haben ja die Brücke hier vor uns gesehen. Hier gibt es keinen Weg mehr. Hier hoch, hier würde es nur noch zurückgehen. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder über die Brücke. Uns über die Brücke flüchten. Auch vorher gibt es da noch einen Alkolyt hinter, der mal das Gold da hinten holen darf. Was ist das diesmal? So. Ah, endlich. Flüchten uns hier runter und da unten sehen wir auch schon jetzt werdet ihr freundliche Damen, die uns willkommen heißen wollen. Mit einer Balliste, die wir zuerst umlegen. Sprecht, Dummkopf. Und jetzt mal noch die Endlich. Auch mit umlegen. So, die dürfen sich jetzt. Was? Keine nutzbaren Leichen? Ah ja, gut. Wenn die Totenbeschwörer alle wegmachen. Was ist das diesmal? Das ist ja auch blöd. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. So, jetzt ist da aber noch eine, die du dich gütlich tun kannst. So, wo gut. Soll mein Blut vergossen werden? Du mach mal die Goldmine draus. Meister, was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was macht ihr da? Achso, das sind die Skelette. Niemand erteilt mir Befehle. Das sind bloß die Skelette, die ich da runtergeschickt habe. Okay, passt schon. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, ich hätte meine meine wertvollen Fleischwegen da runtergeschickt. Was ist das diesmal? Ich mach mal einen Platz hier frei, endlich. Man weiß ja nie. Endlich. Vielleicht kriegt man irgendwas Sinnvolles. Sprecht, ich verkaufe so einen Heiltrank. Was ist das so. Diesmal? Vorsicht. Das ist schon besser. Ihr seht, das hat nicht gereicht für den Ghoul. So Leute, entschuldigt, da wurde ich kurz unterbrochen. Es geht auch schon sofort Niemand weiter. Mir Befehle. Es ist eigentlich nichts wirklich passiert. Ich wurde halt unterbrochen, eine Pause gemacht. Mein Leben und mach jetzt so weiter. Vorsicht. Mein endlich. Wissen wurde natürlich mal wieder verlangt hier. Niemand mir und Befehle. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Turm. Den wollen wir natürlich nicht herausfordern. So. Sprecht, Dummkopf. Aber dir. Damen können wir natürlich herausfordern. Ich hoffe, dass der Turm sich nicht zu viele Opfer zieht, wenn wir hier doch in Angriff gehen. Sonst dauert mir das hier zu lang. Gut. Das war mir jetzt gerade klar, dass das passieren wird, wenn da so viele Leute sind. Das heißt, für mich... Dort ist der. Wir brauchen ein Schlachthaus. Gut. So. Eure Pein will du gehst sein. Da drauf. Das ist schon besser. Die und ist wir kommen mal zurück. Endlich. So. Das ist schon besser. Denn wenn das fällt, kriegen sie keine Bogenschützen mehr. Niemand und damit alles wieder in Ordnung für uns.
So, ich hoffe, die Heilung kommt noch schnell genug. Sehr schön. Sehr schön. So. Das ist schon besser. Jetzt geht ihr erstmal auf das Gebäude dort. Und sprecht, da kommt eine Sylvanas, die uns wieder einige Sorgen bereiten möchte. So, sie dürfen wieder ihres Waldes amten. Ihres Amtes walten, ja. Ihres Waldes amten, genau. Ja, kommt mal hier weit näher her. Dann läuft es hier leichter für uns. Niemand erteilt mir Befehle. Na gut. Den habe ich auch verloren. Schade. So. Aber wir kriegen natürlich erstmal ein paar mehr Skelette dazu. So. Hauen jetzt gleich mal hier zu. Wenn ihr noch eine Stimme im Hintergrund hört, tut mir leid. Wisst ihr, Familie und so. Aber ich hoffe, dass ihr es nicht tut. Dann wäre nämlich alles super für mich. So, während wir hier wieder ja, Spaß haben, wenn wir mal ein paar neue Ghule machen. Denn wir haben ja, wie ihr seht, alles so grob verloren. So, ihr dürft erstmal wieder warten mit dem Mana. Was ist das diesmal? Aber ihr dürft euch mal wieder voll fressen. Nom 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 nom. Und ja, ich hab's noch gar nicht gezeigt. Die können auch Kadaver hier mitnehmen. Ist ganz hilfreich, vielleicht. Mal, wenn sie es machen würden. Aber sie greifen lieber erstmal an. Denn die nehmen hier meist die Kadaver mit. Die kann man erstens so transportieren. Und ich glaube auch werfen. Ich war der Meinung, man konnte die werfen. Na gut. Auf jeden Fall kann man die so mitnehmen. Sicherheitshalber. Und sie dann, ja, verwenden. Und ich brauche jetzt erstmal noch einen neuen Fleischwagen. Denn mit drei Fleischwagen kommt man ganz gut zurecht. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Aber ja, nicht so. So. Damit es mal hier ein bisschen schneller geht, noch eine zweite Geruft hinschmeißen und ja, die auch verwenden. Natürlich. So. Ich beuge mich eurem Willen. Du hilfst damit Gold nehmen. Brauchen wir natürlich 9. Nee, doch nicht. Den hatte ich ja schon runter 9 geschickt. Okay, passt schon. Sprecht, Dummkopf. So, da kommt noch einer. So, da kommt noch einer. Und dann kommt noch einer. Gut, dann sind wir wieder voll. Dann kommen wir wieder ein Stück voraus. Eilen. Ja. Was so. Ist das diesmal? Ich hoffe, wir finden auch das noch was. Ist schon besser. Ah, endlich. Mal schauen. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Ja, das ist was. Frostmourne hat Hunger. Aber wie ihr seht, wieder die ein paar feindlich gesinnte Türme, mir Befehle. Die mir natürlich schwer auf den Magen schlagen sollen. Aber das ist alles kein Problem. Wir locken die hier raus. Was ist das? So, klatschen sie um. Das ist schon besser. So, und greifen wir wieder den Turm an. Vorsicht. Jetzt Frostmourne. Und damit haben wir es ohne Verluste, Verluste. Was ist das diesmal? Geschafft. So. Wir brauchen natürlich gleich nicht, denn wir machen uns hier immer unsere eigenen Leichen. Ich frage mich gerade auch, warum mein Vater neben meiner Tür telefonieren muss. Das ist schon besser. Oh mein Gott, das sind das ist schon besser. Einige. Frostmourne hat Hunger. Ja, den haben wir mal gleich was dagegen. Dann haben wir da kein Problem. Ich will ihn retten, schaff's natürlich nicht.
Verdammt. Endlose Pein wird euch verdammt. Ich habe mir das Elfentor erreicht. Aber egal. Zum Angriff. Niemand darf überleben. Ja, machen wir ein paar Ghule. Dann, das wird hier jetzt schon ein ganz schön harter Kampf. Da erinnere ich mich noch niemand dran. Erteilt mir Befehle. Endlich. Ziehen erstmal so das hoffentlich ein paar besser. Einheiten raus. Ja, sehr schön. Endlich. Ziehen die hoffentlich noch ein Stück weg. Endlich. Und können die dann auch umlegen. So. Und den kann ich schon wieder nicht retten, weil ich zu langsam klicke. So. Jetzt erstmal hoffentlich die Bogenschützen mit umlegen können. Das würde mir so gefallen. Und natürlich gehst du zu nah an den Turm ran. Warum auch nicht? Also. Ne? Und jetzt ist schon wieder ein Wagen weg. Warum? Na gut, dann halt so. Okay, das war's. Ein Wagen hat's scheinbar zerlegt. Leider. Was ist es diesmal? Endlich. Aber es sollte auch so gehen. Verstärkung kommt ja schon. Ah, endlich. Beziehungsweise ist schon auf dem Weg hierher. So, ihr dürft auch wieder Tote beschwören. Jetzt, nachdem das Gebäude gefallen ist, tötet mal den Turm. Der ist schon nervig, sonst. Ja. So. Gut, damit war es auch mit dem Turm. Vorsicht. Haben jetzt, glaube ich, auch so alles in der Kontrolle. Und damit die Skelette mal was... Nein, ich wollte die Skelette. So, die Skelette was haben, dürft ihr mal da die Türme angreifen. Vielleicht schafft ihr das ja. Denn die Türme sind nochmal mächtiger. Obwohl, nee, so viel mächtiger sind die gar nicht. Aber ihr seht, die machen schon ganz schön Nerven. Und die kosten ganz schön viele Nerven, besser gesagt. Von daher, Fleischwegen sind hier die Lösung des ganzen Problems. So. Du entleerst mal alle Leichen, die du da hast. Sehr schön. Du gehst da drauf. Und ihr geht mal da hoch. Und du sollst eigentlich da die Türme helfen. Dann dauert das nämlich ganz schön lange. So, das Skelett hält hoffentlich noch lang genug, bis wir den Turm zerstört haben. Sehr schön. So. Und jetzt legt auch noch schnell den da um. Ihr dürft sogar helfen. Dann macht ihr was Sinnvolles. Und diesmal haben wir das sehr elegant gelöst. Sehr schön. Das war die ganze Quest. Ein bisschen nervig, da man hier viele Leute braucht. Aber gut. Wir haben es geschafft. Ohne große Probleme. Schien, du Falander. Zurück zum zweiten Tor. Zurück. Das Elfentor ist gefallen. Vorwärts, meine Krieger. Vorwärts zum Sieg. Na, okay. Gut. Doch wie es weitergeht, sehen wir dann erst nach dem nächsten Cut. Bis dahin. Ciao.